Und hey, da ist, ich denke, das wären Aufzüge, das sind ja keine Aufzüge. Ah, in dem Fall ist es wirklich ein Aufzug. Höpf. Und noch eine Gatling Gun. Fuck, ich dachte irgendwie, ich komme da hoch, aber wohl eher nicht. Stand da hinten eine Kiste? Na scheiße, zu schnell. Ja klar, die Kiste hat ja die Gun gerade runtergeholt. Komm her. Da muss ich wahrscheinlich einfach erstmal da hoch, um die Gun auszulösen. Und dann schiebe ich die Kiste da drauf. Und gehe darüber. Was ist das für eine Monsterkiste? Huch, was ist das? Ich drück's einfach mal. Geht ein Licht aus. Geht ein Licht wieder an. Geht ein Licht wieder aus. Geht ein Licht wieder an. Geht ein Licht wieder aus. Scheiße. Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Licht an. Licht aus. Licht an. Scheiße, das Feld ist schräg. Also, ich meine, das Saugfeld. Also, das ist gerade, aber das ganze Zeug hier ist schräg. Komm schon. Scheiße. So, aus. Okay, erstmal die Kiste sich beruhigen lassen. Aus. An, aus. An, aus. Scheiße, komm doch her. Mist. Okay, aus, an. Wunderbar, da ist auch schon die Kiste. Ich weiß nicht, wofür ich die jetzt brauchen sollte, aber scheinbar gar nicht. Was mache ich jetzt damit? Solange die Gatling da noch steht, kann ich damit auch eh nichts anfangen. Schauen wir einfach mal. Wo geht's denn hier noch längs? Ah, dafür brauche ich die Kiste als Schutzschild. Aber wofür brauche ich die von oben? Tschüss, mysteriöse Kiste. Hep. Ich dachte gerade, es wäre irgendwie ein Fluss, aber ist kein Fluss, sondern das ist Laserstrahlen von der Gatling. Huch, ach, darum ist da ein Loch drin. Holla. Hätte ich die Kiste mitnehmen sollen. Ach, jetzt hüpfe ich auch auf einmal mit nach unten. Das ist ja ungewohnt. Höpf. Dann ziehen wir mal das Ding mit und schauen mal, wohin der Wind uns treibt. Wo komme ich denn jetzt hin? Im Dschungel oder so? Oh Mist. Kann es sein, dass ich hier die zweite Kiste brauche? Warum da anders? Ah, da ist sie ja. Hallo, zweite Kiste. Weil um da hinten andersrum zu kommen, andersrum ankommen zu können, wollte ich sagen. Andersrum zu kommen.
Ja, bräuchte man hier diese Kiste hier und diese Kiste hier. Wie die einen verwirren wollen mit der Leiter da. Also wie die Leiter auch die Kiste braucht, aber in Wirklichkeit bringt einem die Leiter gar nichts. Naja, und dann müsste man hier sich wieder umdrehen, dann fallen die jetzt beide um. Und dann beeilt man sich hier, indem man da hoch geht und da hoch und da hoch und da hoch. Und schon ist man hier und sogar im richtigen Raumzeitkontinuum. Genau. Ich benutze Wörter, deren genaue physikalische Bedeutung ich nicht kenne. Das sieht scheiße gefährlich aus. Machen wir es mal lieber aus. Machen wir lieber das da an. Moment mal, jetzt ist. Hebede? Müsste das jetzt nicht irgendwie davon angezogen werden? Möglich? Wenn ich das jetzt ausmache, ändert das rein gar nichts. Wenn ich es jetzt wieder anmache. Ah, kann ich das Ding vielleicht bewegen? So in etwa? Nein. Nein. Wenn ich das Teil hier hinten jetzt wieder ausmache, wird das auch nichts ändern. Ah, das hält es dann da oben. Aber der hier unten sollte ja unten bleiben, nach Möglichkeit. Der da soll unten bleiben. Das heißt, ich mache jetzt das Teil hier an. Und mache den jetzt kurz aus und wieder an. Moment, die sind zu weit auseinander. Und so würde ich sagen, der andere hat ja einen viel längeren Fallweg. Der da hinten. Scheißendreck. Machen wir das so. Und so. Ey, komm da hoch. Weil der da drüben, der fällt ja viel länger oder der braucht auch länger, bis er hochgeht. Sonst könnte ich es einfach hochgehen lassen und dann den Magnet anmachen und dann, ach keine Ahnung. Ich hatte gerade voll den guten Gedankengang, aber irgendwie ergibt der wahrscheinlich eh keinen Sinn. Jetzt müsste ich das Teil hier von hier oben bedienen können. Das hier hinten sowieso nicht ausgemacht, von daher wird es herzlich wenig bringen. Ich müsste den Elektromagnet anmachen, während nur das da dran ist, aber der da noch nicht. Man mal genau guckt, das dauert ja ein ganz bisschen länger. Ich müsste den Elektromagnet, warte, jetzt anmachen und dann ist halt direkt wieder aus. Damit nur der da oben dran hängen bleibt, aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Das geht ja nicht. Also der Elektromagnet hält beide oben. Das Ding macht beide hoch und runter. Muss es ein Geheimnis geben? Vielleicht liegt das Geheimnis in der Zeit. Das ist ein Let's Play, da haben wir keine Zeit. Aber rein theoretisch, vielleicht hält der Magnet ja nicht ewig. Und wenn ich jetzt hier oben einfach warte, das ergibt auch keinen Sinn, oder?
Ist ja nirgendwo ein Anzeichen, dass das irgendwie schwächer werden würde oder so. Aber wie kriege ich den jetzt aus von hier? Kann ich da hochklettern? Nee, auch nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist noch ein ganz normales Kabel. Kann an allem hochklettern, aber nicht an einem Kabel. Naja. Okay, auskriege ich den von hier wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich hier drunter laufe, dann geht er aus. Und so komme ich da nicht hoch. Scheiße, wenn man das Problem kennt, aber die Lösung nicht. Klack. Klack. Hoch da. Hoch da. Und hier irgendwie mit Schnelligkeit kann ich da auch nichts reißen, weil die sofort runterfallen. Klasse. Oh, da oben ist ein kleiner Platz, aber das bringt mich auch nicht weiter. Moment mal, könnte ich nicht rein theoretisch? Okay, das löst das Problem so in etwa, würde ich sagen, oder? So viel zum Thema. Das war eigentlich meine erste Idee, aber ich habe sie irgendwie verworfen, weil sie mir widersinnig schien. Und jetzt hängt das Spiel. Es ruckelt sowieso schon die ganze Zeit. Und ich mache jetzt einfach mal Aufnahmestopp an der Stelle. Stürze mich jetzt einfach mal in den Tod. Dann sollte ich ja sehen, ob da irgendwo ein Checkpoint war. Platsch. Perfekt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder nach dem Cut. Bis dann. Ciao, ciao.